Ich grüße euch zum Wort am Sonntag, meine Schafe. Ich möchte mit euch heute über die Natur des Lebens sprechen. Warum will ich das tun? Hat sogar was mit Tansania zu tun, weil man lebt hier ja anders. Man hat hier andere Einstellungen zu vielen Sachen, unter anderem zum Tod und zum Leben. Und ich finde, dass hier, so wird sich jetzt für den einen oder anderen pervers anhören, aber ich finde das hier sogar wesentlich vernünftiger, die Einstellung zum Leben und zum Tod auch vor allem, als wir das in Deutschland haben. Wir haben in Deutschland eine Heidenangst vor dem Tod. Ja? Ich meine, wer stirbt gern? Ja? Ich sterbe auch nicht gern. Also ich weiß nicht, ob ich das ewige Leben haben möchte. Nicht, wenn es so weitergeht auf Erden. Aber ansonsten, wenn das Ding hier schön wäre, ein Paradies, warum nicht? Und ich habe mich mal damit beschäftigt, was ist eigentlich Natur? Also was sagen jetzt unsere Wissenschaftler, unsere Theologen, was sagt die Menschheit eigentlich dazu? Was ist Natur? Und ich habe eine Definition gefunden. Alles, was nicht von Menschen erschaffen wurde, ist Natur. Gut. Was mir auffällt, die Natur regelt, die Natur regelt halt wirklich sich selbst. Das heißt, alles in der Natur funktioniert in sich, von ganz alleine. Und da braucht es keinen Menschen, der was ändert dran. Und was tun wir? Ja, ändern, was nur geht. Ja? Wir wissen alles besser. Wir wissen genau, das CO2 ist böse. Wir wissen genau, der Fluss muss gerade gemacht werden. Wir wissen das alles, ja? Weil wir sind klug. Und wenn ich jetzt aus der christlichen Sichtweise, was ist Natur jetzt? Ja, Natur ist die Schöpfung Gottes. Ja? Im Prinzip widerspricht sich das ja nicht mit der wissenschaftlichen Aussage, denn die wissenschaftliche Aussage sagt, nicht von Menschen erschaffen. Ja, dann bleibt ja nur noch Gott übrig. So, und was Gott erschaffen hat, also eine Gottesschöpfung, die ist ja im Prinzip perfekt. Zumindest sollten Christen so denken. Und wenn du dir das anschaust, allein was im Körper passiert, welche unheimlichen chemischen Abläufe da ineinander in so einem Körper, ja, was da ineinander funktioniert und was wie wem was wo beeinflusst. Ich finde das immer faszinierend. Also die Physiologie bei uns, die Physiologie des Körpers, ist der Hammer. Es ist wirklich super. Übrigens, wenn ihr dauernd so ein komisches Knacksen hört, das liegt nicht daran, dass mein Mikrofon kaputt ist oder dass ihr irgendwie eine schlechte Verbindung habt. Es hat heute geregnet und da laufen die Schnecken dann immer auf die Elektrozäune hoch und werden gerade geröstet. Und dann knallt das so. Ja, jetzt ist es so, dass wir uns halt gerne einmischen. Ja? Also wir mischen uns gerne in diese Natur ein. Jeder Arzt, seine Aufgabe ist es, sich in die Natur des Menschen da einzumischen. Und zwar dann, wenn was nicht funktioniert. Jetzt könnte man natürlich sagen, warum funktioniert beim Menschen manchmal was nicht? Kann es denn daran liegen, weil wir uns schon anderweitig einmischen? Zum Beispiel, weil wir eine bestimmte Ernährung entwickelt haben, die gar nicht natürlich ist. Und wir deshalb krank werden. Und jetzt muss einer das, was wir uns eingemischt haben und kaputt gemacht haben, wieder reparieren. Und macht dabei natürlich andere Sachen kaputt. Die Natur sagt, der Fluss muss hin und her schlingen. Okay. Jetzt kommen wir und sagen, ja, da unten ist aber ein geiles Baugebiet, also wir machen jetzt einen geraden Fluss rein. Und dann stellen wir fest, hoppla, vorher war das ja nie, aber jetzt ist dauernd so ein Überschwemmungsgebiet hier. Ja, warum? Jetzt müssen wir halt wieder was erfinden. Jetzt müssen wir Deiche bauen, Dämme bauen oder sonst was. Weil wir uns eingemischt haben, haben wir was zerstört, einen natürlichen Kreislauf zerstört. Und jetzt müssen wir halt wieder schauen, wie machen wir es. Nur ein Beispiel, ja, auch andere Beispiele. Zahnarzt. Was mir auffällt hier, die Menschen, die haben gute Zähne. Ja? Man sieht bei vielen Menschen, dass die vorne so braune Ablagerungen haben, aber das ist kein Karies.
Ja, das hat einen anderen Hintergrund. Aber die Menschen haben hier gute Zähne. Du findest hier fast keine Einheimischen, die Blomben dran haben. Ich habe mehr Blomben als Zähne gehabt, schon im Kindesalter. Kann das sein, dass das vielleicht an irgendeiner wirtschaftlichen Geschichte liegt oder einfach, weil wir uns früher mal eingemischt haben oder weil wir, ja, wie auch immer. Übrigens, wenn er sagt, ja, wir in Deutschland, uns geht's ja gut, wir essen Zucker, wir essen Schokolade, wir essen, das machen die hier auch, die Kinder auch. Ja? Ich habe in meiner Jugend nicht so viele Lollis oder Bonbons gehabt, wie hier die Kinder täglich das haben. Auch wenn man es nicht glauben kann. Weiter mit der Natur. Wie ist das eigentlich? Sind wir jetzt Menschen, die, ich habe von Ernährung gesprochen, die Fleisch essen oder eigentlich nicht? Wie ist denn das in der Natur? Also unsere Wissenschaftler sagen ganz klar, das menschliche Gebiss ist für eine gemischte Ernährung ausgelegt. Das heißt, wir haben Zähne, die sind speziell zum Reißen von Fleisch gedacht, und wir haben Zähne, die sind für das Zerkauen von Gemüse. Also haben wir ein Mischgebiss. Das heißt also, wir sind eigentlich schon dafür ausgelegt, dass wir Fleisch auch essen. Ja? Und das hat nicht nur was mit den Zähnen zu tun. Aber wenn das jetzt wieder, ich versuche ja immer diesen wissenschaftlichen, christlichen da zusammenzukriegen. Ja? Das heißt Wort am Sonntag. Christlich gesehen ist es so, dass wir wohl, wahrscheinlich laut Bibel, früher kein Fleisch gegessen haben. Und diese Erlaubnis von Gott, Fleisch zu essen, kam erst mit der Arche Noah, also mit der Sintflut. Ja, da hat Gott gesagt, du Noah, pass einmal auf, du kannst ja auf deiner Arche jetzt nicht irgendwie ein Maisfeld oder sowas anbauen oder ein Weizen. Also ernähren müsst ihr euch auch, ja, du bleibst ja da mal ein Jahr drin. Und deshalb ein Tipp von mir, ne? Ich gebe dir die Erleuchtung, wie du Metzgerst, ab jetzt darfst du Tiere essen. Also nimm dir ruhig ein paar mehr mit von Kühen und Paarhufern, hieß es dann. Ja, und seitdem dürfen wir Fleisch essen, laut Bibel. Ja? Und ich habe mir dann mal gedacht, naja, also eigentlich, ich verstehe jeden, der sagt, ich will kein Fleisch essen, weil da müssen Tiere sterben. Gut, jetzt könnte man sagen, ist wieder Natur. Ja? Der Löwe jagt die Antilope und frisst sie. Das Krokodil holt sich mal einen Fisch und frisst ihn und so weiter. Ist eigentlich ja Natur. Und ich habe mir überlegt, wie ist das eigentlich hier, wenn ich jetzt mich vegan ernähre? Also gar kein tierisches Produkt nehme. Wie ist das heute, mit der heutigen Möglichkeit? Und habe ich lange rumgeforscht, habe also auch bei Ärzten und überall nachgehakt. Veganer haben grundsätzlich einen Vitamin B12-Mangel. Das ist schade, weil Vitamin B12 das ist A, nur in tierischen Produkten drin. Und Vitamin B12 kann, wenn es fehlt, neurologische Schäden verursachen. Ja? Kann auch zur Anämie führen. Und Eisen fehlt auch. Ja. Das heißt, es hieß früher immer, ja, viel Spinat essen, da ist Eisen drin, ja, aber da hat Popeye gelogen. So viel ist da gar nicht drin und zumindest kein aufnahmefähiges Eisen. Also wir brauchen das Hemmeisen. Und du kannst ja auch an Eisenstangen lecken, das hilft ja auch nicht weiter. Ja. Also du brauchst dieses Eisen, das der Körper auch aufnehmen kann. Wenn man sich halt, ja, es fehlt Kalzium, es fehlt Vitamin C teilweise. Obwohl, das wundert mich jetzt gerade, warum die das gesagt haben. Vitamin C ist ja in Zitrusfrüchten drin, ist ja nicht, essen Veganer auch. Entschuldigung, ich habe es falsch geschrieben. Du musst dir Vitamin C zuschustern, um dieses Eisen überhaupt zu verarbeiten. So, was du machen kannst, ist viel Blattgemüse, viel Brokkoli essen, da ist auch aufnahmefähiges Eisen drin. Und um Omega-3-Fettsäuren, die im Fisch drin sind, die fehlen dir dann auch. Ja? Weil du ja Veganer bist, isst du ja auch keinen Fisch. Also machen die Leute das hier mit Nahrungsergänzungsmitteln.
Ja. Und auch Jod kriegst du nur aus Algen raus, wenn du Veganer bist. Und da musst du aber sehr viele Algen essen. Und meistens die Algen, die es bei uns gibt, sind, ist das Jod gar nicht mehr so vorhanden. Also dachte ich mir, na gut, das ist jetzt vegan. Das ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Vielleicht ist das auch nicht so gedacht. Nehmen wir mal vegetarisch. Ja, vegetarisch wieder Vitamin B12-Mangel, weil, wie gesagt, kein Fleisch. Auch hier, dass es Hemmeisen fehlt im Körper, was sehr wichtig ist, gerade auch bei uns fürs Blut und zum Transport von Sauerstoff und CO2. Und diese Omega-3-Fettsäuren, die sind dann dafür da, wenn du Fisch isst, als Vegetarier. Wenn du als Vegetarier sagst, nee, Fisch mag ich auch nicht, dann hast du auch diese Probleme. Ja, und das ist also wirklich, ja, auch da mischen wir uns in die Natur ein. Ja? Also wir gehen hin und ja, es ist nicht gesund und es macht auch keinen Sinn, wenn ich auf etwas verzichte, aber dann diese Nährstoffe oder Mineralstoffe und diese Vitamine, die da drin sind, nicht bekomme und das künstlich wieder zufügen muss. Jetzt ist für mich die Frage, ja, was ist ungesunder? Eine chemische Zuführung von irgendwelchen Ersatzstoffen? Ich weiß es nicht. Ja. Wie gesagt, ich verstehe jeden, der sagt, ich will nicht, dass Tiere sterben wegen mir. Kann ich verstehen. Ja. Und ich bin sogar der Meinung, dass jeder Koch mindestens einmal bei einer Schlachtung, und zwar von Anfang bis Ende, dabei sein muss. Ja, dass er ein bisschen mehr Respekt vor dem kriegt, was er da verarbeitet. Dass man wirklich weiß, okay, diese Kuh oder wer auch immer ist jetzt gestorben, dafür, dass ich hier mein Schnitzelchen mache. Ja, und wie gesagt, also in der Bibel, im 1. Mose, 1. Mose 9, da könnt ihr das sehen, da steht das drin, dass man halt ab der Sintflut auch Fleisch essen darf. Und das wurde nie wieder widersprochen, wenn man es christlich sieht. Gut, Nummer 3. Was ja auch immer wieder angesprochen wird, ja, der Kannibalismus. Also gibt es Kannibalismus, gab es das jeweils? Also eigentlich nur im Fernsehen. Ja, Kannibalismus selber gibt es natürlich. Ja? Das heißt, ein Mensch isst einen Menschen oder Teile eines Menschen. Und Kannibalismus kam schon vor durch Nahrungsmangel, zum Beispiel bei verschütteten Menschen in Gruben, die einfach Hunger bekommen haben, einer ist weggestorben und dann hat man halt diesen Menschen dort gegessen oder Teile davon. Bei Tieren kommt es vor, wenn zum Beispiel die Nachkommen krank sind oder schwach sind. Also zum Beispiel wir haben hier eine Katze, nicht unsere Katze, ja, aber die hat halt gemeint, sie muss sich hier bei uns so einen kleinen Teppich aussuchen, wo sie werfen kann. Ja, und da kam dann wohl nur ein kleines Miezchen raus. Das war wohl schwach oder krank. Auf alle Fälle hat die Katze dann ihr Kind gefressen. Also das ist ja auch Kannibalismus. Und es gibt natürlich auch andere. Ja, auch Löwen machen das so. Wobei Löwe ist auch nur eine große Katze. So, wie schaut es aus bei Menschen? Menschlicher Kannibalismus, wie ich vorher schon sagte. Ja, also durch diesen Nahrungsmangel, also durch Hunger, kann das natürlich passieren. Es gab da auch mal so einen Film, da wo in den Anden ein Flugzeug abgestürzt ist, mit einer Sportmannschaft drin, und die haben dann auch ihre Leichen gegessen, weil sie sonst nicht hätten überleben können. Ja. Da gibt es natürlich auch aus rituellen Gründen, ja, auch da gab es schon Kannibalismus, und zwar aber auch wieder mit Verstorbenen, also dieses Typische, ne? Ich bringe dich jetzt in den Suppentopf rein und dann koche ich dich da, das ist wirklich nur eine Witzfigur, ein Witzbild, das war, in Wirklichkeit kam das nie vor, aber es gibt Völker, die meinen, wenn sie ihre Verstorbenen essen, dass sie dann den Geist des Verstorbenen in sich aufnehmen, also die Seele in sich aufnehmen und dann eben damit den Verstorbenen praktisch am Leben erhalten, also den Geist des Verstorbenen am Leben erhalten. Ja, und es gibt auch diesen einzigen, warte mal, wo war das? In Papua-Neuguinea, genau. Also auch das war nicht Afrika. Uns immer hier vorgeworfen wird, die gibt es ja auch einen Haufen Kannibalen. In Papua-Neuguinea, da gab es tatsächlich
Kannibalismus. Und zwar dann, wenn auch wieder der große Hunger geherrscht hat. Also dann haben die tatsächlich auch Menschen vorher getötet und dann gegessen. So, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der mir wichtig ist. Sterben. Wir haben ein ganz komisches Verhältnis zum Tod. Ja, ich habe zusammengearbeitet mit einer ganz lieben Kinderkrankenschwester und ich war nicht viel anders. Ja, nur es gab noch einen Arzt, der mir mal die Augen geöffnet hat. Da war es so, dass wir zum Teil, und jetzt bitte nicht falsch verstehen, zum Teil waren das nicht mehr Kinder oder Menschen, das waren wirklich nur das Fleisch, das wir am Leben erhalten haben. Also um jeden Preis. Ich habe auch gekämpft. Ich war wochenlang, Tag und Nacht, in Kliniken, um für solche behinderten, halbtoten Kinder zu kämpfen. Aus heutiger Sicht, seitdem ich hier bin, habe ich gelernt, dass ich ein Idiot bin oder war. Ja, so etwas mit aller Macht, mit aller Gewalt durchzuziehen, das ist Blödsinn, absoluter Blödsinn. Es gibt, wer soll es bestimmen, ja? Behinderte, es gibt Fehlgeburten, es gibt Kinder, die sterben müssen. Die Katzen fressen ihre Kinder, wenn sie schwach sind. So, das würde ich jetzt keinem Menschen empfehlen, möchte ich auch nicht, aber wir selber, Anita hat zwei Fehlgeburten hinter sich, wir wissen, wie das ist und es ist schlimm. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, die Natur weiß, was sie macht, meiner Meinung nach. Ja, und vielleicht haben wir die Fehlgeburten ja nur gehabt, weil wir eben nicht auf die Natur gehört haben, sondern weil wir eben eher auf die Ärzte gehört haben. Kann ja sein. Ne? Menschen, die behindert sind. Ich bin der Meinung, man kann mit vielen Behinderungen sehr gut leben. Und man muss sich das auch mal in den Kopf eines Behinderten reinsetzen. Ja? Ich werde jetzt zum Beispiel ohne Arme geboren. Jetzt ist das für uns ein ganz schlimmer Anblick. Und wir sagen, Gottes Willen, wie kann man so leben? Aber der Mensch, der so geboren ist, der kennt das nicht anders. Für ihn, er sieht zwar, dass es anders auch geht, ja? Aber für ihn ist das eine, so ist das Leben, so ist es. Also man wird ja so geboren, wie wenn jemand blind geboren ist, ja, das ist halt so. Man kennt es ja nicht anders. Du weißt gar nicht, auf was du verzichtest. Und ja, da bin ich jetzt nicht der Meinung, dass man sagt, ja, wenn jemand behindert ist, ist das Leben im Arsch. Nee, das muss es nicht sein. Aber es gibt Behinderungen, die so extrem sind. Und ich bin der Meinung, man sollte hier der Natur einfach den freien Lauf lassen und nicht mit aller Gewalt alles medizinisch Mögliche da reinpumpen, was nur geht. Und die Menschen, die haben überhaupt kein Leben mehr. Der Mensch kann auch meiner Meinung nach über sich selber entscheiden, bin ich der Meinung. Aber ich glaube, in Deutschland ist sogar der Selbstmord strafbar. Ich weiß zwar nicht, wie das dann geht mit den Bestrafen, aber kranke Menschen. Alte, kranke Menschen. Ich habe das so oft gehört in Altenheimen. Lasst mich doch endlich gehen. Lasst mich doch endlich sterben. Ich habe das oft gehört. Und dann sehe ich, wie da jemand dahin sieht. Das Schlimmste war eine Krankenschwester, die 13 Jahre im Lock-in wirklich nur an die Decke starren konnte. Die Augen gebrannt haben wahrscheinlich, weil man hätte da mit Wasser, die konnte nicht mehr zwinkern, gar nichts mehr. Ja. Und ich fand es schlimm. Ich fand es schlimm sowas. Und ich denke mir auch, wenn ich jetzt da wäre, dann einmal hinter sich haben und gut ist. Gut, ich bin aber auch ein Extremist. Ich muss sagen, ich habe auch Sachen im Rettungsdienst mit Reanimationen, die ich auch selbst durchgeführt habe. Und manchmal hattest du die Möglichkeit, dass du noch jemanden nochmal siehst, nochmal kennenlernst. Und dann kam der Vorwurf, warst du der Arsch, der mich, nachdem ich es endlich hinter mich gebracht habe, nochmal gerettet hat? Also es war kein Selbstmord, ne? nicht kein Suizid, sondern ein Unfall. Jemand ist verstorben und sagt, jetzt habe ich es hinter mich gebracht, ich habe immer Angst vorm Sterben, ich habe immer noch Angst vorm Sterben, ich habe Angst vor den Schmerzen. Jetzt hatte ich es geschafft, jetzt kommst du. Ich sitze jetzt im Rollstuhl wegen dir, ja? Weil die Reanimation natürlich auch
lange Zeit ohne Sauerstoff im Hirn auskam. Und jetzt muss ich das Ganze nochmal durchmachen und habe auch noch ein beschissenes Leben. Auch das habe ich oft gehört. Und ich habe nie das akzeptiert, aber heute sehe ich das ein bisschen anders. Und hier in Afrika ist die Akzeptanz, dass jemand stirbt, viel höher. Es gehört zum Leben. Natürlich sind die Leute hier auch traurig. Wenn du jemanden verlierst, natürlich bist du traurig. Auch wenn du ein Kind verlierst, natürlich bist du traurig. Aber ich sehe hier bei den Menschen, die Trauer, die hält nicht allzu lange an. Ja? Weil man lebt hier halt weiter. Und der Tod ist normal. Die lassen ihre Kinder auf Bäume klettern, wie es wir früher übrigens auch durften. Heute ist ja, um Gottes Willen, du könntest runterfallen, du könntest da was brechen. Ja, und es kann passieren, dass ein Kind runterfällt und tot ist. Aber die Menschen hier sind der Meinung, man kann nicht seinem Kind oder seinem Nachbarn oder irgendjemandem das Leben nehmen und sagen, du darfst jetzt gar nichts mehr tun. Sondern du willst ja leben. Und leben heißt immer, es ist Gefahr dabei. Ja? In Deutschland ist die Akzeptanz auf Null. Sag mal, geht das schon wieder da mit dem Schwarz und Weiß immer? Fahre ich mal ein bisschen weiter rüber. Vielleicht ist das hier einfach nur ein Hua. Grüß euch. Vielleicht ist das einfach nur wegen der Sonneneinstrahlung oder diesem hellen Licht. Jetzt geht's besser. Glaube ich. Ja. Ja, und dann die. Jetzt mischen wir uns halt ein in diese Natur, indem wir medizinische Geräte sind nicht. Ich bin Medizintechniker, ja. Sind nicht verkehrt. Nur man, in Deutschland habe ich halt das Gefühl gehabt, man setzt diese Geräte, die gut sind, gar nicht mehr ein, weil da müsste man das Zulassungsverfahren, es ist eine neue Technik, Ärzte wollen mit neuen Sachen nichts zu tun haben, da müssen sie denken und denken scheiße, ja, denken ist Arbeit. Wir haben 2 Jahre lang im Hammerstudium gedacht, das hat gereicht und dann können wir uns nur noch auf Studien verlassen, das reicht dann, wenn Studien kommen. Aber selbst das hat nicht mehr gereicht. Ja. Ich meine zum Beispiel, wenn du ein Medizinprodukt auf den Markt bringst, gibt es Studien. Ohne Studien, also sowohl im negativen wie im positiven Sinn, kannst du kein Medizinprodukt anmelden. Auch Masken zum Beispiel, ja, da werden Studien gemacht und in den Studien wird festgestellt, holla, ja, der CO2-Gehalt steigt, das ist ungesund, das ist gut, dafür ist es wieder in Ordnung und so weiter. Aber auf einmal hat das ja auch nicht mehr gegolten. Da wurde ja auch alles nochmal neu aufgemischt. Es gab neue Studien, so Schnellschussstudien und alles war anders. Also wir Menschen sind da schon ein komisches Volk, muss ich sagen. Aber egal, ist so. Was wir auch machen, wir fördern in den zivilisierten Ländern, sage ich jetzt mal, ich will nicht mehr alles auf Deutschland abwälzen, wir fördern auch die Angst vorm Sterben. Ja? Wir haben TV, wir haben Filme, die uns Angst vorm Sterben machen, wir haben Mythen, die verbreitet werden, ja, was nach dem Sterben so passiert und Hölle zum Beispiel. Ja? Ich bin ja katholisch erzogen worden, bei uns gab es noch die Hölle. Jeden Katholiken möchte ich einen Tipp geben. Ich weiß, es ist anstrengend, aber es gibt ja heute elektronisch. Ja? Nehmt mal die Bibel in die Hand und schaut mal nach Hölle, was er da findet. Ja? Also eigentlich, es wurde weder von Jesus noch von Gott jemals eine Hölle angedroht oder gesagt, dass es sowas gibt. Ja, das ist eine reine Erfindung der römisch-katholischen Verschwörungseinheit. Ja, die Kirche hat angefangen, viel uns ja, moralisch zu erziehen. Also, ich finde, das ist, Entschuldigung. Ja, wie gesagt, ich bin katholisch erzogen und ich kann nichts dafür, aber da ist ein Pfarrer, der offiziell zumindest eigentlich keine Schweinereien machen kann, darf oder angeblich tut. Und der erzählt mir dann, was moralisch richtig ist. Das ist der gleiche Pfarrer, der dann regelmäßig in die große Stadt fährt. Und ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber ich kannte eine Prostituierte persönlich, die eine Dame, die bei mir in die Schule ging. Und
Ich habe den mal durch Zufall gesehen, also Zufall, weil ich in so ein, in so ein Nuttengebiet da mal gefahren bin. Und also die kannte jeden Pfarrer in der Umgebung ganz gut. Ja, aber das sind dann Leute, die dir moralische Erziehung angedeihen. Ja, dann ist das nächste mit, wo mischen wir uns noch ein? DNA. Wir manipulieren wie die Weltmeister. Wir haben hier in Tansania sehr viele DNA-manipulierte Maissorten. Gott sei Dank müssen die gekennzeichnet sein. Eigentlich ist hier DNA-Import komplett verboten, aber es gibt diese NGOs, die bestimmte Verträge haben. Ich möchte jetzt nicht sagen Vereinte Nationen und Co. oder WHO oder sonst wer. Und die sorgen dafür, dass man das doch darf. Die haben da ganz ausgeklügelte Verträge gemacht. Und jetzt gibt es hier sehr viele Maissorten, die sind manipuliert, wird auch gekennzeichnet. Lustigerweise, dieser Mais lässt sich nicht mehr weiter fortpflanzen. Das heißt, die Leute kriegen das zum Essen, aber sie können das nicht mehr sehen. Ja, du brauchst einen, du musst in eine Saatguthandlung gehen. Ja, du kannst also mit deinem vorhandenen Mais nicht nochmal anpflanzen. Du musst in eine Saatguthandlung gehen und dir den Mais, dem es erlaubt ist, neu zu wachsen, dir holen. Das heißt, selbst den ärmsten der ärmsten Länder sorgt man dafür, dass die extra zahlen müssen dafür, dass sie ernährt werden. Das Ganze läuft natürlich dann unter, wir helfen euch, ihr armen, hungernden Völker, wir kommen zu euch und wir geben euch Essen. Wenn ihr unser Saatgut kauft. Ja, also selbst da ist es so, es wird hier, es hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen, wird hier immer sehr viel geholfen. Ich bin ja immer so einer, der sagt, Hilfe aus westlichen Ländern in Afrika ist grundsätzlich Schwindel. Grundsätzlich. Ja. Also es gibt einzelne private Figuren, die das machen, aber wirklich große Hilfe von großen Institutionen oder von diesen welthelfenden, egal wie die heißen, ja, vergiss es. Was machen wir noch? Was mischen wir uns noch ein? Ja, wir machen zum Beispiel auch eine Geburtenkontrolle. Also wir bestimmen ja, wie viele Menschen noch Platz haben. Jetzt in Deutschland ist es so, komischerweise in Deutschland, im kleinen Land, ist jetzt sehr viel Platz, habe ich mir sagen lassen. Und deshalb wird immer gesagt, kommt zu uns, Kinderlein. Fachkräfte brauchen wir. Ja, über das kommen wir vielleicht nächsten oder übernächsten Sonntag mal drauf zu sprechen. Und auf der anderen Seite aber machen wir Geburtenkontrolle. Ja. In China, da ist es bekannt gewesen, ist glaube ich schon wieder aufgelöst oder aufgehört, aber da durftest du nur noch ein Kind kriegen, beim zweiten musst du die Tod zahlen oder irgendeine andere Strafe kriegst du da, weiß ich nicht, habe mich nie damit beschäftigt. Hier machen sie auch Geburtenkontrolle. Man spricht hier von humanitärer Impfung gegen Krebs. Ja, zufälligerweise kriegen halt nur Frauen Krebs, wie es ausschaut. Junge Mädchen kriegen nur Krebs und die werden dann geimpft. Und das sind dann die Mädchen, die Gott sei Dank keine Kinder mehr kriegen. Das ist ja auch ungesund. Ja, was am Schluss, weil das Video schon wieder viel zu lang dauert, möchte ich nur sagen, ich weiß nicht, wer was wann bestimmen darf. Ich kann es nicht sagen. Wer kann bestimmen, wann jemand sterben soll? Wer kann bestimmen? Ich bin sowieso jemand, der auch der Meinung ist, ich kann nicht über irgendein Leben anderer bestimmen. Das geht nicht. Meiner Meinung nach. Ja, aber es ist einfach es ist einfach so, dass wir uns halt einmischen, immer und überall. Und das ist sehr anmaßend in meinen Augen. Ja, es ist eine Anmaßung, dass wir hingehen und sagen, wir verändern die Natur. Es ist schön, dass wir diese Natur haben. Es ist schön, dass wir in dieser Natur leben können. Und ich bin froh, dass wir sie haben. Es ist einfach was Schönes. Ja, ich lebe gern zusammen mit der Natur. Trotzdem bin ich froh, dass wir hier ein Haus haben mit Mauer und Tor und dass wir unsere Privatsphäre haben, was ja nicht Natur ist, weil es wir ja erschaffen haben, wir Menschen. Aber ich glaube, dass wir viel mehr im Einklang leben könnten, wenn wir nur wollten. Und wenn man weniger darauf schauen würde, wie man da Kohle raushauen kann aus allem. Meine Gedanken am Sonntag, wer es ertragen will und wer es bis hierher ertragen hat, Hut ab. Ich wünsche euch jetzt alles Gute, bis zum nächsten Sonntag. Ciao.